Zwischen Europa und Madagaskar gibt es nur eine Stunde Zeitverschiebung. Nach kurzer Erholung im Hotel fahren wir am anderen Tag mit dem Bus nach Ansira B. Je nach Jahreszeit ist der erste Stopp im Ananas-Shop obligatorisch. Kurz vor Mittag machen wir einen Halt bei der Aluminiumgüsserei. Die meisten Gäste sind ziemlich geschockt, wenn sie sehen, wie die Mitarbeiter hier arbeiten müssen. Sicherheitseinrichtungen sind hier unbekannt. Nein, man tut barfuß das heisse Aluminium einfüllen. Natürlich sind in Europa die Vorschriften manchmal etwas übertrieben. Aber wenn man das hier sieht, wäre es vielleicht gut, wenn mal so ein UBA-Inspektor vorbeigehen und diesen Leuten erzählen, was nötig wäre. Schon ein bisschen beeindruckt von dem, was wir gesehen haben, laufen wir zurück zum Bus für die Weiterfahrt. Im Mittagshalt sehen wir die unterschiedlichen Essgewohnheiten. Für einen Madagass muss es mindestens dreimal am Tag Reis geben. Das obligatorische Gruppenfoto ist am Kameramann damals nicht so gut gelungen. Aber zum Glück haben wir ein iPhone dabei gehabt. Das ist schönes von dir. Gut, ja. Im schönen Hotel werden wir mit einem fruchtigen Apero empfangen. Heute Morgen geht es auf die erste richtige Bike-Etappe. Kurze Hektik, bis jedes Velo richtig eingestellt ist, genug Luft hat und bereit zum Abfahren ist. Das imposante Gebäude vom Bahnhof in Ansira B wartet leider schon lange auf den nächsten Zug. Mit einer grösseren Velogruppe durch die Stadt fahren ist gar nicht so einfach, denn es ist ein ziemlicher Trubel auf diesen Strassen. Shushu, Corazon und andere exotische Früchte können wir hier am Meer kaufen. In der Fisch- und Fleischabteilung dürfen wir den Geschmack aber nicht unterschätzen. Auch das schmeckt ziemlich exotisch. Die ersten Meter außerhalb der Stadt zeigen auch, warum man an Madagaskar die rote Insel sagt.
Lac Tritriva ist ein smaragdgrüner See. Der See ist vulkanischer Ursprung, rund 160 Meter tief. Um den See herum gibt es ganz verschiedene Legenden, ähnlich wie Romeo und Julia. Heute ist es normal, dass Liebespaar am Tritriva Steine in den See rühren und sich dabei etwas wünschen. Baden darf man drinnen aber nicht. Der See ist mit einem strikten Fadi, also Tabu, versehen. Das Buffet ist eröffnet. Die Köchin Hanta hat mit ihrer Crew wieder wunderbare Salat auf den Tisch gezaubert. Die Fahrt vom Lac Tritriva zurück auf Rue National ist jedes Mal spannend. In der Regenzeit wird der Weg von der Wassererosion jedes Mal komplett verändert. Das ist auch das grosse Problem bei der Waldrodung. Das Wasser spült den Humus weg und nachher wächst es nicht mehr nach. Die heutigen 95 km auf Teer sind ziemlich locker, wenn da nicht zwei kleine Pässe zwischen ihnen wären. Madagaskar ist zwar eine tropische Insel, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier immer noch über 1000 Meter über Meer und da kann es auch ab und zu mal ein bisschen kühler werden. Die grösste Volksgruppe in Madagaskar sind die Merina im Hochland, gefolgt von der Betsimisaraka an der Ostküste und da, wo wir jetzt sind, der Betsilo im südlichen Hochland. Und zack, rauf! Ja, geht schon! Kein Wunder ist es heute so feucht. Wir fahren ja Richtung Regenwald. Die Begleitmannschaft ist auf so einer Reise sehr wichtig. Sie schauen im Hintergrund, dass alles perfekt abläuft und die Logistik stimmt. Der Ramanapana Nationalpark ist einer der meistbesuchten Parks in Madagaskar. Hauptattraktion im Park ist sicher der goldene Bambuslemur. Er ist 1986 entdeckt worden. Das Naturströssli Richtung Lac Hotel ist sehr abwechslungsreich. Besonders weil es doch einige Brücken gibt, wo nur noch ein paar wenige Bretter vorhanden sind. Auf der grünen Sahambawi-Teeplantage
wird auf 355 Hektar jährlich 500 Tonnen Tee produziert. Vis-à-vis vom Lac-Hotel steht der Bahnhof Sahambawi. Im Moment gibt es leider keinen durchgehenden Zugverkehr nach Manakara. FCE-Linie hat nicht nur Probleme mit Loken, nein, es sind im Osten auch ein paar Brücken kaputt. Damit wir auch in Genuss von dieser Busch-Eisenbahn kommen, haben wir eine Dresine gechartert, die uns von Sahambawi nach Fiara und Zoo bringt. Übrigens, der Begriff TGV, der heisst in Madagaskar Train Grand Vibration. Fiara und Zoo ist die zweitgrößte Stadt in Madagaskar. Man schätzt, dass etwa 600'000 Leute da wohnen. Kinder, die auf der Straße gelebt haben, werden in diesem Kinderheim aufgenommen. Der Naiki, der Chef dieses Kinderheims, erzählt, wie es am Anfang sehr schwierig ist, die Kinder zu integrieren, weil sie sind sich nicht gewöhnt, einen normalen Tagesablauf zu haben. Mariana! Ah! Kilometer südlich von der Stadt Ambalavan ist der Anya Park. Man sagt ihm auch Rocky Park. Und zwar darum, weil das Reservat einen sehr felsigen Charakter hat. Auch in dieser Region ist vom ursprünglichen Wald 50% wegen Brandrodung verschwunden. Durch den fehlenden Wald ist es zu Erosion und Wassernot in der Bevölkerung gekommen. 1996 haben die Dorfbewohner beschlossen, dass man den Wald wieder aufforsten und die Bevölkerung über Ökotourismus aufklärt. Rund 2'500 Personen profitieren heute vom Anya Park.
Das Jahr haben alle die Abzweigung verwünscht und wir fahren links von der Hauptstrasse weg Richtung Camp Kata. Eine Stunde Fahrt auf dem ruppigen Strössli tauchen im Hintergrund die Felswände vom Zaranoro-Massivs auf. Der N7 und nachher Richtung Iushi. Ja, ja, geht schon. Nach einer längeren Busfahrt sind wir in Ranohira angekommen. Heute gehen wir ins Isalo-Gebirge. Der Isalo-Nationalpark ist eine spektakuläre Gebirgslandschaft. Die Felsen sind aus Jura-Sandstein und werden von tiefen Canyons und Schluchten durchzogen. Salut, hoi. Hello, my friend. How are you? Fine, thank you. Salut. 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 Etwa 15 Salut. Kilometer, ne? Ja, ja. Ich mache es auch. Ich will kein nimmt die Kamera weg. Das ist ja sowieso nicht eingeschaltet. Ja, kannst du dir vorstellen. Zum Sonnenuntergang ziehen jetzt alle Touristen aus der Region zum Isalo feisten. Ja, es ist beeindruckend, wenn die Sonne durchs Fenster scheint und die ganze Umgebung in goldige Farbe hüllt. Tutta non li raia mangeni
si poni courage ad aller ouais. Boni voyage, si boni courage, y'en a rêvé. Aïe, oh, ia, 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 oh. Aïe, oh, ia, 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 oh. Aboni voyage, boni voyage, si boni courage, y'en a rêvé. Nach dieser wunderbaren Verabschiedung von der Isalo Ranch fahren wir weiter Richtung Süden, Richtung Ilacatran. Was haben wir? Der Guide? Wieso? Saphirstadt Ilacatran ist der wilde Westen von Madagaskar. Nachdem alle Einkäufe getätigt worden sind, geht es weiter Richtung Tulia. Baobabs faszinieren schon aufgrund von ihrer Form und von ihrer Grösse. Man sagt ihm ja auch Affenbrotbaum. In Madagaskar gibt es 7 verschiedene Unterarten. Sobald die Trockenzeit kommt, rührt er alle Blätter ab und lebt nur noch vom Wasser, das in seinem Inneren ist. Die Lebensstadt Tulia heisst übersetzt, wo man gut ankern kann. Und das bedeutet auch, es liegt direkt am Meer. Zuerst muss man den Weg dorthin finden. Ein Abstecher zur Schweizer Hilfsorganisation ADS darf natürlich nicht fehlen. Salama! Da werden Solar- und Energiesparkocher gebaut. Gäste aus der Innerschweiz haben immer Freude, wenn sie in der Werkstatt eine Drehbank made in Switzerland, nämlich in der Maschinenfabrik Reiden, hergestellt sehen. Früher war die letzte Etappe nach Ifati immer eine sehr sandige Tortur. Heute ist die Strasse gut ausgebaut, frisch teert und es ist ein Genuss, dort ans Ziel zu radeln.
funktioniert.